Moin Guys, euer FIFA-Sweater ist back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen heute. Ich wollte jetzt nicht sagen zu einer Ansage, aber zu einem kleinen Real Talk um den guten alten Owns FIFA, der ja in der letzten Zeit ein bisschen oft im Gespräch war, meine lieben Freunde, aufgrund diverser Fake-Sachen, die er da veranstaltet hat. Und mit dabei ist heute Mysterium, der wird euch auf alle Fälle ein bisschen genauer erläutern, wodurch der Owns in letzter Zeit so richtig schön bekannt wurde und es sogar geschafft hat, in ein Video von Pato FIFA zu kommen. Moin Sins. Moin Guys, euer Mysterium alias Elotrix der FIFA-Szene ist back am Start und heute auf FIFA's Wetters Kanal. Heute kommt es zur Ansage an Owns FIFA. FIFA's Wetter wird euch natürlich im Hintergrund die Screenshots einblenden, wie immer eingeblendet. Die sind auf jeden Fall von Thea FIFA kennen, könnt ihr auf jeden Fall gern auch abchecken. Und heute geht es eben um Owns FIFA. Ich erkläre euch jetzt, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat. Er hat zuallererst in den Kommentaren von den größeren YouTubern wie ApoRed etc. reingeschrieben, dass er eine 20 € PSN-Card PSC an alle Leute, die ihn abonnieren, gibt und damit eben die Leute so aufheizt, ihn zu abonnieren. Und diese unterstützt er teilweise natürlich noch durch seine Fake-Accounts, dadurch ist er bekannt. Und das könnt ihr auf jeden Fall auch gern bei Pato FIFA abchecken. Der hat da drüber ein ausführliches Video gemacht. Genauso wie FIFA Facts. Genau, der da auch was darüber berichtet. Und das ist auf jeden Fall bewiesen, dass er mit 40 Fake-Accounts da immer reinpusht, seine Kommentare hochlegt und so immer ganz oben bei den größeren YouTubern steht und somit auch direkt abonniert wird und dadurch seine 5000 Abonnenten auf jeden Fall gemacht hat. Des Weiteren klaut er auch immer noch Videos von Games Crush, eben diese Fußballgespräche macht er immer noch, obwohl die ganzen YouTuber ihn jetzt aufgedeckt haben und er gemeint hat, er macht das nicht mehr, hat sich entschuldigt, aber trotzdem, er macht immer weiter und ich glaube, dieser YouTuber wird nicht mehr besser werden, er wird weiter diese Scheiße durchziehen. Aber naja, was soll man machen, Jungs? Und damit würde ich sagen, übergebe ich das Wort wieder an den guten alten FIFAs Wetter. Ja, Jungs. Und aufgrund dieser gesamten Tatsachen, die euch Mysterium genannt hat, kam es dann am Ende zu einer Situation, die wir euch schon vermittelt haben. Nämlich unter anderem haben YouTuber wie Pato FIFA, FIFA Facts oder auch Thea FIFA King ein Video gegen den guten alten Owns gemacht und haben seine kompletten Sachen aufgedeckt. Ja, daraufhin hat Owns FIFA ein Statement-Video dazu rausgehauen, wo er sich zu allem bezogen hat, indem er auch bestritten hat, dass er so viele Fake-Accounts besitzen würde. Pato hat hingegen in den Kommentaren einfach reingeschrieben, dass es dafür auch Beweise gibt. Ich persönlich kann es nicht nachweisen. Für mich ist es, wie gesagt, auch logisch, dass er die ganzen Links zu seinen Feinden in so eine WhatsApp-Gruppe reinschickt, als es letztens seine Nummer veröffentlicht hat und die dann das Ganze mit ihren ganzen Accounts disliken sollen. Aber wie gesagt, das Ganze kann ich ihm nicht nachweisen, aber eins von beiden muss es sein, wenn man darüber logisch nachdenkt. Im Gegensatz zu dieser Sache hat er aber allerdings zu allen anderen Dingen, hat er zugestimmt, hat gesagt, dass er es wirklich gemacht hat, unter anderem in den Kommentaren hat er auch geschrieben, dass er sich die Kritik zu Herzen nehmen wird und das mehr oder weniger nicht mehr durchführen wird. Und das war ja eigentlich schon mal ein relativ positives Ende. Was mir allerdings weniger gefallen hat, ist, Owns FIFA hat die Vorbildfunktion von Pato sehr stark kritisiert, indem er meinte, ja, dass man nicht so gleich auf einen kleinen YouTuber pushen sollte, das Ganze öffentlich macht. Und ja, da muss ich auf alle Fälle dem vollkommen widersprechen. Gegen ihn gab es ehrlich gesagt kein anderes Mittel, als andere Leute davor zu warnen. Das war ja noch nicht mal was mit dir und Pato per richtig persönliches, sondern es ging halt darum, wie gesagt, alle zu warnen. Und ich muss schon sagen, diese ganze Sache mit der Vorbildfunktion, das wird sich am Ende noch als Doppelmoral rausstellen. Aber dazu kommen wir nämlich jetzt, nämlich mit deinem Umgang mit der Kritik. Ja, Jungs. Nachdem er ja groß versprochen hatte, nie wieder solche Sachen zu machen, beziehungsweise sich das Ganze zu Herzen nehmen, habe ich mir gedacht, okay, lässt das halt gestern, beziehungsweise ja, am Mittwoch, den 13. September, dachte ich mir nichts Böses, als ich auf ein Iblali-Video geklickt habe und da sehe ich doch prompt wieder Owns seine Masche in den Kommentaren. Okay, habe ich mir mal gedacht, mache ich mal einen Screenshot, alles gut. Wenige Zeit später, FIFA Gaming, sein FIFA 18 Demo-Livestream. Und FIFA spammt sein eigenes Video rein, beziehungsweise spammt rein, dass die Leute unbedingt auf sein Video abchecken sollen. So, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, Digga, inwiefern hast du dich jetzt dabei verändert? Inwiefern hast du dich wirklich verbessert?
Und ich bin so einer, der hat es jetzt nicht unbedingt nötig, das jetzt schon direkt publik zu machen, sondern habe ihn halt persönlich darauf angesprochen, das heißt persönlich unter seinen Kommentaren, und habe ihm so einen kleinen Tipp gegeben, dass er auf alle Fälle immer noch Eigenwerbung macht. Und da kommt der Punkt bei uns FIFA, der eigentlich richtig krass ist. Er macht es nämlich so, er bekommt Kritik und beantwortet die mit einer Gegenkritik, beziehungsweise mit einer Lüge, beziehungsweise mit einer absoluten Falschaussage. Wie in diesem Fall, ich schreibe einfach nur, du hast dich auf jeden Fall geändert. Er schreibt jetzt mal Real Talk, du hast 50 Fake-Accounts, sei du mal bitte leise. So, da habe ich jetzt mal so eine direkte Frage an dich. Was hat das eigentlich mit dem ganzen Sachverhalt zu tun, den ich dir da geschrieben habe, nämlich 0,0%? Andere Frage ist wiederum, ich habe dich in diesem noch nicht mal wirklich als Fake kritisiert, aber du kommst gleich einfach mit dem hier, du hast 50 Fake-Accounts, sei du mal bitte leise. Eine andere Frage, wenn jetzt jemand 50 Accounts hat auf YouTube, hat er jetzt eigentlich nicht mehr das Recht, seine eigene Meinung darüber zu äußern oder halt auch nicht? Wobei ich jetzt bei dir sagen muss, sorry Digga, ich habe leider nur 4 Accounts, es tut mir halt echt herzlich leid für dich, Owens. Es tut mir schon fast in der Seele weh, dir da widersprechen zu müssen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auf alle Fälle, wie er auf die Kritik eingeht, ist auf alle Fälle rattenscharf. Nächster Punkt. Das Ganze hat natürlich noch Parallelen gezogen mit meinem guten alten Kollegen TR FIFA King. Dieser hat nämlich auch vor Ewigkeiten, als das Ganze mit Pato losging, er hat mehr oder weniger mit, ich glaube sogar noch vor FIFA Facts das Video gemacht, aber das kann ich euch jetzt nämlich nicht ganz genau sagen, ein Video über ihn gemacht, und FIFA schreibt einfach drunter, du willst dich einfach nur an mir hochlutschen. So, und ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist ein Argument bzw. eine Aussage, die mich schon bei YouTubern seit Ewigkeiten stört. Eine Frage jetzt mal an der Stelle. Heißt das, nur weil du mehr Abonnenten hast, dass ein YouTuber mit weniger Abos dich nicht kritisieren darf, weil es ja sonst heißt, er würde sich nur hochlutschen? Digga, was bringt das TR FIFA King ein Video über dich zu machen? Da hatte zu dem Zeit absolut noch keine wirklich so große Fanbase. Was hat ihn das gebracht, ein Video über dich zu machen? Im Endeffekt bist nur du darauf aufmerksam geworden. Für mich ist dieses Argument eigentlich oder diese Aussage einfach immer nur eine Ausrede für YouTuber, dass sie einfach nicht auf einen reagieren müssen, beziehungsweise einen mit solchen lächerlichen Aussagen ins Lächerliche ziehen wollen. Und das finde ich ey, seit unter aller Kanone. Und als Vorbildfunktion, wie er ja Pato beschrieben hat, in dem Fall ist er die Vorbildfunktion, weil er hat 5000 Abonnenten, TR FIFA King hatte deutlich weniger. Hätte doch einfach mal stark unter dieses Video argumentieren müssen, was falsch war, aber stattdessen wollte er ihn, ich glaube, noch seine ganze Army auf den Hals setzen, aber dazu kommen wir gleich noch. So, falls du jetzt bei diesem Video anfängst damit, dass ich mich an dir hochlutschen will, oder wie du unter meinem Kommentar, den ich geschrieben habe, auch noch gesagt hast, dass ich unbedingt Beef mit dir mache und absolut nur Mist laber. Ich sag dir mal was, Digga. Alles, was ich hier benenne, sind absolute Tatsachen, welche auch die genannten YouTuber untermauern können. Auch die Screenshots, die ich dir eingeblendet habe, werden das Ganze ebenfalls untermauern. Deswegen schau mal auf alle Fälle mit schlechten oder beziehungsweise mit absolutem Müll tue ich dich hier gerade eben auseinandernehmen, laut deiner eigenen Ansicht. Falls du mir jetzt vorwerfen solltest, wie gesagt, dass ich das Ganze nur mache, um mit dir ein Beef zu provozieren, Digga, ich sag dir was ganz ehrlich, du hast von meinem Designer Cryptix ein Video 1 zu 1, aber wirklich. Mit dem Kommentarstil, mit allem, sogar wahrscheinlich noch mit der Musik, hast du von Cryptix übernommen. Das Video wurde glücklicherweise von ihm in einem meiner Streams gesperrt. Beziehungsweise halt, ja, du hast halt Datenschutzklau begangen und hast das Video einfach bei dir hochgeladen. Kann man auf jeden Fall mal so machen. Zweitens, du hast Break FIFA mit Hashtag 31 geradet. Was für mich allerdings auch wiederum Doppelmoral ist, weil du doch selber einer bist. Wenn man die Ansage von Break damals nicht verstanden hat, und das haben viele Leute nicht, weil sie von so manchen YouTubern da beeinflusst wurden, dann sollte man einfach aufhören und einfach ruhig sein, wenn man sich mit dem Thema zu 0,0% auskennt. Drittens, ich habe nicht mal ein Video gegen dich gemacht, und ich hatte es vor, es können auch viele aus das Wettercrew bestätigen, als du absolut im Hate von Pato und FIFA Facts warst, weil jeder konnte damals auf deinen namentlichen Nacken, also auf deinen Namen konnte jeder Klicks abstauben. Ich persönlich habe es dann gelassen, weil ich das nicht für nötig erachtet habe, aber seitdem das Ganze zwischen uns beiden in einen etwas persönlicheren Gang gegangen ist, musste dieses Video unbedingt raus.
Und ohne auf den weiteren Verlauf, unter anderem von Thea FIFA King einzugehen, hast du dir einfach mal so gedacht, Digga, ich hetze jetzt meine ganze Army auf den Hals, ich muss dir zeigen, wo der Hammer hängt. Und das hast du ja dann auch gemacht, beziehungsweise entweder waren es deine Fake-Accounts oder sonstige Sachen. Jetzt ist so eine Sache, dass sie auch mich gedisliked. Was ich euch jetzt in YouTube Analytics zeigen kann, genau zu der Uhrzeit, wo die Screenshots geschossen wurden, circa eine halbe Stunde später hatte ich auf alle Fälle gleich mal 25 Dislikes auf mein Video, was auf alle Fälle viel ist, mit den Fake-Accounts, aber vielleicht auch mit der WhatsApp-Gruppe auf alle Fälle darlegen könnte. Es ist die Sache, ein YouTuber macht ein kritisches Video über dich. Du konterst erstmal mit absoluten Falschargumenten, dass es ihm einfach nur darum, dass es um Beef geht, aber konterst nicht ein einziges Mal mit einem gescheiten Gegenargument. Stattdessen willst du auch noch versuchen, diese YouTuber zu unterdrücken, indem du entweder deine Army draufschickst oder bei mir stumm deine ganzen Dislikes machst. Jetzt ist die Frage, willst du jetzt eigentlich damit sagen, dass niemand, der weniger Abos hat als du, seine Meinung über dich äußern kann? Willst du eigentlich damit die Meinungsfreiheit von Leuten einschränken und versuchen, denen Angst einzujagen, indem du denen massig Dislikes aufs Video knallst? Was willst du damit erreichen, Mann? Was willst du damit erreichen? Ich meine, bei mir schaffst du es eh nicht, Mann. Ich meine, ich freue mich über jeden Aufruf, der kommt. Und wenn du Dislikes, weiß ich im Endeffekt eh, dass du das bist oder deine komische Army. Am Endeffekt hat sich ja keiner von deinen komischen Accounts getraut, drunter zu schreiben, weswegen ich stark vermute, dass du das mit deinem Fake-Account warst. Wie gesagt, ich kann es euch zeigen. Zufälligerweise zu genau der Zeit hatte mein eines Video, was eigentlich ziemlich schlecht geklickt war, plötzlich 20 Aufrufe mehr, aber zufällig in einem völlig random Zeitpunkt, wo das Video schon ein, zwei Tage draußen war, muss ich auf alle Fälle sagen, noch unauffälliger kann man das nicht machen. Du wolltest mich absolut für dumm verkaufen, aber jeder YouTuber, der ein bisschen Ahnung von der Plattform hat, weiß auch, wie man demzufolge mit den Analytics arbeiten kann. Dein Kritikumgang ist dadurch natürlich sehr schwach, hat man natürlich auch gesehen, du versuchst immer falsche Tatsachen aufzustellen, Sachen zu falsifizieren, also sie als falsch darzustellen, obwohl sie eigentlich absolut offensichtlich sind. Kommt noch zu einem weiteren Teil, Jungs, der mich persönlich auch noch sehr an diesem Video gestört hat, war sein Eingang auf die verdammten Kommentare, wo man angeblich 20 Euro von irgendwas gewinnen kann. Ja, wie ist er denn darauf eingegangen, auf diese Kritik? Ich kann es euch ganz einfach sagen. Er hat reingeschrieben zu Thea FIFA King, was ich im Hintergrund einblende. Das ist Ironie, du Vollidiot. Das checkt doch so gefühlt jeder. So, jetzt ist die Sache. Also ist jetzt quasi jeder, der deine Ironie gecheckt hat, ein Vollidiot. Ich blende euch jetzt einfach mal den Kommentar im Hintergrund ein, währenddessen ich euch jetzt mal von einer renommierten Deutschseite mal die Definition von Ironie vorlese. Also, fangen wir erstmal an. Eine Ironie ist ein Stilmittel bzw. eine rhetorische Figur, handelt es sich um eine besondere Form der Verstellung. Quasi, man verstellt sich. Der Sprecher verstellt sich, beziehungsweise in dem Fall der Schreiber, indem er genau das Gegenteil dessen sagt, was er, dass du das genaue Gegenteil machst. Und jetzt ist die andere Sache, du musst es aber allerdings so schreiben, laut dieser Definition, dass es jeder dennoch begreift, was du meinst. So, wenn ich jetzt allerdings mal deinen Kommentar analysiere, weiß ich nicht, also kann ich ihn noch nicht mal zwischen den Zeilen irgendwie ansatzweise herauslesen, dass das Ironie sein soll. Für mich ist das einfach nur purer Fake, beziehungsweise einfach nur, ja, ich weiß gar nicht, Abo-Geilheit, Klick-Geilheit, Like-Geilheit. Das hat nichts mit Ironie zu tun, Digga. Und wenn du Bock hast, im der Videobeschreibung findest du nochmal den Link, weil ich ja absolut das gerade eben falsch vorgelesen habe. Aber ich kann es jetzt hier nochmal ganz kurz erklären. Du solltest dich eigentlich so verstellen, dass du genau das Gegenteil sagst, was du meinst. Also willst du eigentlich quasi, dass die Leute dich nicht abonnieren, wenn du jetzt eigentlich nach deinen ironischen Sachen handelst, weil dies ja ein Stilmittel ist. Allerdings hättest du es so darstellen müssen, dass es wirklich jeder verstanden hat. Aber anscheinend hat es ja nicht jeder verstanden und hat dich ja teilweise abonniert und geliked. Jetzt ist für mich die Frage, Digga, Ironie, vielleicht hast du da mal ein bisschen zwischen den Begriffen ein bisschen rumgemurgelt, um ein bisschen schlechte Statements rauszuhauen. Ich weiß es nicht, Digga, aber schon mal laut der deutschen Sprache, selbst die deutsche Sprache gibt dir Unrecht und das muss schon vieles lauten. Andere Sache ist natürlich auch, dass du dadurch, dass du das zugegeben hast mit der Ironie, also beziehungsweise überhaupt das in der Ironie unter Thea FIFA Kings Video, tust du dir schon mal völlig von deiner Aussage, von deinem eigentlichen Statement-Video gegen Pato FIFA und Co. Quasi widersprechen, weil du in diesem Video gesagt hast, es stimmt alles. Wortwörtlich. Also müsste ja auch eigentlich stimmen, dass du einfach nur nach Abos gegeiert hast durch deine 20 Euro PSN-Card-Sachen.
Ja, Jungs, mein kritischer Kommentar wurde dann am Ende beim guten alten Owns gelöscht und ich habe mich natürlich noch so nett wie ich bin für die 25 Dislikes bedankt, aber ich wurde wie gesagt rausgelöscht, mein Kommentar. Kann man dann nicht mehr finden. Ich habe schon versucht, mit einem meiner zwei Fake-Accounts zu kommen, aber anscheinend habe ich ja über 50 Fake-Accounts, ja Owns. Da liegen wir leider falsch, wenn ich 50 Fake-Accounts hätte, dann wären deine Bewertungen unter deinem Video meistens völlig andere. Aber da ich mich mit dir bisher überhaupt noch nicht befasst habe, noch nicht mal ansatzweise, komme ich erst jetzt so auf den Gedanken, aber ich bin ganz ehrlich, wozu braucht man das? Ich meine, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, aber das hättest du, hättest mir wenigstens beantworten können, jetzt mal ohne Witz, hättest mir wenigstens beantworten können, ob du jetzt quasi Freude dran hast, wenn ich die Leute abonnieren. Du könntest mich anklicken, mir gefällt das einfach. Dann sag's doch einfach, wem gefällt das denn nicht, aber nicht auf so eine erbärmliche Art und Weise dazu betteln, um noch kleine Kinder über den Tisch zu ziehen, weil sind wir mal ehrlich, welcher 30-jährige Typ, der sich ein Video von, sag mir jetzt mal, Apo Red, wie er ein Ballerspiel spielt, anguckt, denkt sich so, ja, das ist real. Niemand denkt sich das. Im Leben kriegt man nichts geschenkt, war auch ein Zitat von einer derjenigen Personen, die ein Video gegen dich gemacht hat. Wie gesagt, Digga, wie du mit Kritik umgehst, das geht absolut gar nicht. Ich fasse es nochmal schnell zusammen. Falschaussagen, Lügen und auf alle Fälle Sachen einfach völlig verdrehen. Ja, Jungs, meiner Meinung nach hat sich Onziefer nicht mal ansatzweise geändert. Er ist genauso geblieben, wie er es vorher war. Hat sich versucht, ein bisschen undercover-mäßig zu machen mit unter anderem Videos wie ich lösche mich kein Clickbait und hat sich auf alle Fälle ganz gut wieder aus dieser Downphase rausgerissen und hat die auch noch zur eigenen Promo genutzt. Denn wie einmal der Herr Benetton sagte, wenn ihr die Firma nicht kennt, müsst ihr auch nicht. Negative Publicity ist auch Publicity. Dein Name bleibt am Ende jeden im Kopf und irgendwann, wenn sie auf deinen Kanal zurückstoßen, denken die sich so, dich kenne ich doch, aber wissen nicht mehr ganz genau warum. Und das ist leider das Problem an der Sache. Solchen Leuten wie dir weiß ich nicht, was man da machen sollte. Über solche Leute wie dich müsst eigentlich mal eine tägliche Analyse machen, damit den Leuten das im Kopf bleibt, was du eigentlich für Content machst und wie du deine Zuschauer verarscht. Zum anderen Teil verstößt du noch gegen das ein oder andere Gesetz mit deinen Fake-Gewinnspielen auf alle Fälle, aber das ist jetzt nicht mein Auftrag. Ich bin kein Jurist, meine lieben Freunde, ich kann nur dazu sagen, wie gesagt, ich kann das nur sehr, sehr negativ sehen, wie er die ganze Sache da genommen hat, wie er das Ganze ausgeführt hat und jetzt würde ich zum Schluss auf alle Fälle sagen, Mysterium, erzähl uns dein Fazit. Ja, Jungs, mein Abschlussfazit ist auf jeden Fall, dass Owns FIFA ein YouTuber ist, den man auf jeden Fall meiden sollte. Er verbreitet auf jeden Fall immer weiter Lügen und wird auf jeden Fall mit seinen Fake-Giveaways oder auch Fake-Abonnenten-Giveaways immer weitermachen und das wird auf jeden Fall in Zukunft nicht aufhören. Hört auf den Kanal zu drücken, denn es macht keinen Sinn, so einen YouTuber zu abonnieren. Denn wer so einen YouTuber unterstützt, der ist nichts mehr ganz bei Sinn, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, wenn jetzt die ganzen kleinen Owns-Kiddies rüberkommen und den Sweater disliken, dann kriegt das auf jeden Fall mit Sweater und mir zu tun. Dann reicht es mir, Dislike so viel ihr wollt, denn Dislikes sind wie Likes und damit würde ich sagen, bin ich raus und Servus.